Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Alex Filmfan. Ich habe mal wieder ein Päckchen bekommen und zwar direkt von Amazon.de. Und ich dachte mir, das kann ich auch gleich mal im Video vorstellen. Wurde, glaube ich, schon ein paar Mal vorgestellt, aber naja, das habe ich gerade im Angebot. Gab es das gerade von 14,99 auf 11,99 runtergesetzt, da dachte ich mir, schlage ich gleich mal zu. Päckchen habe ich schon aufgemacht und zwar handelt es sich um Night of the Living Dead. Es ist das kleine, dünne Blu-ray-Media-Book. Das kann ich jetzt mal so hinhalten, damit man vielleicht mal sieht, was da drauf ist. Also sieht fantastisch aus. Wie gesagt, 11,99, also wirklich vertretbarer Preis. FSK-Flaschen sind aufgeklebt, also keine Angst. Wer es noch nicht wusste, das ist, wäre ja schrecklich, wenn er nicht aufgeklebt wäre. Aber naja, ist von 1968, von George A. Romero. Das war natürlich sein erster Film und der erste Zombie-Film, soweit ich weiß. Ja, zu Blu-ray kann ich sagen, er ist natürlich Horror. Bildformat ist 4 zu 3. Also das wird jetzt nicht irgendwie remastered, also jetzt so, wenn es ums Bild geht. Also um das Bildformat, sagen wir mal so. Dann Tonformat DTS HD 2.0. Also wer eine Surround-Anlage hat, das wusste ich jetzt auch noch nicht, schade. Aber naja, was soll's. Ja, ich hoffe, das kann man jetzt ja alles schon ganz gut lesen. Rückseite. Erinnert ein kleines bisschen am Bunny Game, wenn ich das so sehe, schwarz-weiß und naja, egal. Dachte ich mir, kann ich auch gleich mal auspacken. Ich habe immer ein bisschen Angst vor Scheren, damit ich keine Kratzer in meine schönen Mediabooks reinmache. Deswegen mache ich auch ein bisschen Druck und schon ist es offen. So. Na, vorsichtig. Ja, ups. Naja, passt schon. So, jetzt habe ich es offen. Sieht echt fantastisch aus. Flatschen ist noch drauf, aber mache ich dann nachher in Ruhe ab. Bild habt ihr jetzt gesehen. Rückseite auch. Ist ziemlich dünn, aber ich glaube, der Booklet-Teil ist wirklich sehr umfangreich. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich das Mediabook gekauft habe. Einfach weil das so geil ist. Soll ja echt ganz interessant sein, mache ich aber mal auf. Dann springt er mir gleich ein kleines Mädchen entgegen. Es ist ja nur eine Disc, also es ist hier einfach wie ein ganz normales Buch. Es wirkt wie so ein Bilderbuch. Die Seiten sind sehr stabil, also wirklich schönes Papier. Dann natürlich hier das Bild. Ich kann auch mal ganz kurz unter dem Begriff Klassiker wegweisend natürlich was zur Story. Ja, ein bisschen provisorisch aufgebaut. Ich meine, die nächsten Videos werden, glaube ich, dann ein bisschen besser. Ist heute jetzt erst einmal ein bisschen was aufgebaut, dass ich mit zweien arbeiten kann. Ja, und da stehen ja halt erstmal viele Infos, die ich natürlich dann alle lesen werde. Hauptgrund, warum ich das gekauft habe. Abgesehen vom guten Preis für ein Mediabook. Dann, ja, nach der Lesung der Toten, was die Kritiker sagten. Also wirklich viel Text. Das ist wirklich ungewöhnlich, vor allem heutzutage. Dann hier auch nochmal sehr interessant. Das sind so die Cover, die bei Night of the Living Dead in anderen Ländern so gang und gäbe waren, die so rausgekommen sind. Kann man sich ja auch nochmal so angucken. Jetzt hier. Wobei, ja, das kennt man ja hier auch von der Farbfassung. Wobei ich fast sagen muss, dass das Cover hier von der Blu-ray hier vom Mediabook mit am besten mir gefällt. Mit diesem Cover. Und kann ich auch noch ganz kurz zeigen. Da habe ich ja schon eine andere Version von. Das zeige ich auch noch gleich nochmal, dass es passt überein mit kleinem Moment. So. Das passt mit dem Cover hier überein. Stimmt mit dem überein. Die habe ich vorher schon mal gekauft, aber die Version ist wirklich ganz schön billig. Ist auch mit Blende-Cover, also beziehungsweise mit Flatschen. Das ist die ganz normale Doppeldisc-Version. Habe ich für nur 30 Cent mal besorgt. Also dachte ich mir, kann ich ja mal mitnehmen. Aber ich finde den Film echt richtig gut. Auch wenn ich eigentlich gar nicht für Schwarz-Weiß-Filme stehe, aus dem dieses Zeitalter, sage ich einfach mal, diese Generation ist ja nicht gerade meine. Also ist nicht ganz so mein Stil. Aber der Film gefiel mir doch ganz gut. Und ich denke, vor allem als Zombie-Fan sollte man den auch mal gesehen haben. So, dann sieht man hier einmal das Cover. Ich weiß, ich glaube, es ist das amerikanische Cover, wenn ich mich recht entsinne. So, dann war ich hier. Ja, manche haben wohl das Cover in einer abgeänderten Form übernommen.
Also davon gehe ich einfach mal aus. Und zwar hier ist ja das gleiche wie da, bloß halt in Schwarz-Weiß. Dann gehe ich jetzt hier auch nochmal weiter. Ja, wurde ein bisschen was über die Zombies erklärt, also wie die auf die Idee gekommen sind. Und dann hier Fan of the Dead. Ja, es ist ja ein kleiner Doku hier, die so ein bisschen aufgeschrieben wurde, wo man noch einige gute Infos herbekommen kann. Und hier echte andere Drehorte. Und zwar, wo der Film gedreht wurde, mit Adressen. Finde ich auch ganz interessant. Sieht man hier Friedhof 8050 Franklin Road in Even City, PA 6933, Butler County. Also wirklich, finde ich echt super. Habe ich auch nicht im Mediabook gesehen, dass man ein paar Bilder von Drehorten. Also ich habe ja nicht viele, aber die ich habe, da ist das bis jetzt noch nicht gewesen. Der Fall gewesen. Da sieht man hier auch noch mal ein paar andere Adressen. Haus, Brücke und Keller. Also ist echt ganz witzig. Wenn man weitergeht. Sieht man auch noch mal ein bisschen was. Finde ich also wirklich super Idee. Denke ich mal ein paar, eine kleine Collage so von dem Haus im Film. Sieht auch ziemlich gespenstisch aus. Also auch sehr amerikanisch, finde ich. They won't say stay dead. Hier sieht man ein bisschen was von Cast und Crew, also ein paar Credits kann man so sagen. Dann hier Werbung, Facebook. Und letztendlich der Abschluss mit vielen Dank. Finde ich super. Auf der letzten Seite sieht man also Bild ziemlich schwarz gehalten, ein bisschen dreckig soll das ja wirken. Und auf der Seite dann die Blu-ray-Disc. Ton, beziehungsweise Bild. Ton kann ich natürlich jetzt nicht ganz viel sagen. Ton wird natürlich nicht ganz so prall sein. 2.0 DTS Master. Aber allein mal so Blu-ray zu haben ist ja auch nicht schlecht. Hier unten. Na, was ist das denn hier? Ein paar Klebisch. Naja. Ja, das sind ein paar kleine Schäden, oder nee, das sind nur Klebespuren, gut. Ich habe gerade schon Schrecken bekommen, ich dachte schon, da wären schon Riss drin. Auch wenn es Neues gibt, da ja genug Produktionsfehler. Naja. Dann, wie gesagt, hier die Disc, gleiche wie auf dem Frontcover. Ja, dann war es auch schon die Edition, hier nochmal die Rückseite. Ja, dann. Boah, das ist eigentlich auch schon wieder mein kleines Unpacken. Nächstes wird auch schon bald vor. Ich habe noch ein richtig schönes Sammlerstück bestellt. Gestern Abend. Also da freue ich mich auch schon drauf, wenn das dann kommt. Dann vielen Dank fürs Ansehen. Wer es bis hierhin durchgehalten hat. Und ja, wie gesagt, abonniert mich. Oder wenn euch das gefallen hat, und schreibt fleißig Kommentare. Und dann bis zum nächsten Video.